Hallo lieber Michael von der GenPsoft GmbH, schön, dass du dich hier eingefunden hast für dieses kurze Interview. Und in diesem Interview geht es um das Thema Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses, insbesondere Softwareentwickler, IT-Experten, Agenturinhaber oder auch wenn du schon quasi schon größere Unternehmen hast. Und im Zuge dessen einfach mal ganz kurz das erste Thema, das wir besprechen wollen, Angst vor der Kaltakquise. Da habe ich ja auch immer wieder meinen Coachings die Erfahrung gemacht und dass Kunden teilweise wirklich Angstzustände bekommen, wenn es darum geht, Entscheider anzurufen. Teilweise sogar sehr extrovertierte Personen, die letztendlich so in ihrem Alltag einfach überhaupt gar keine Berührungsängste haben, aber dann plötzlich geht es darum, jetzt ihr teilweise neu gestartetes Unternehmen zu präsentieren, zu verkaufen, Neukunden zu akquirieren und dann haben sie teilweise sogar ein Blackout oder ähnliches. Wie war das bei dir, ich sag mal, im Laufe der letzten 2-3 Jahre? Hat sich da bei dir auch was getan, was verbessert, auch im Zuge des Coachings, das ich anbiete? Gab es eine Entwicklung bei dir? Wie schätzt du deine aktuelle Situation da ein? Ja, also ich komme aus der Entwicklung, komme besser mit Code zurecht. Aber es war jetzt für mich nicht so, dass ich da irgendwie wirklich Angstzustände oder sowas davor hatte, aber es war jetzt nicht so meine präferierte Tätigkeit, dass ich da halt Leute anspreche oder auch YouTube-Videos mache oder dergleichen. Und das hat dann aber schon geholfen, wenn man dann irgendwie wusste, dass Freitag haben wir uns schon fix, dass du dann immer am Freitag fragst, und wie viel hast du jetzt gemacht über die Woche. Da hat man einfach so ein bisschen eine Kontrolle und so ein bisschen einen externen Sparring-Partner, der halt dann da drauf schaut und der dann einfach so als Inputgeber liefert oder Input liefert, dass man sich dann eben hinsetzt und es macht und man kommt dann mit der Zeit einfach auch rein, dass man halt da immer besser wird oder sich da stetig verbessert und dann macht man es eben auch und schiebt es eben nicht einfach nur auf, weil man irgendwie gerade immer was Wichtigeres zu tun hat. Ja.